Jetzt gab es am Wochenende Informationen von russischer Seite, 50 Generäle und Offiziere in der Ukraine sollen getötet worden sein. Wie ist das einzuordnen? Erst einmal, wieso hat das überhaupt diese Bedeutung, dass man solche Meldungen über entsprechende Generäle oder Offiziere, die getroffen wurden, immer wieder bringt? Auf der anderen Seite 50 Generäle, das muss ja ein hochkarätig besetztes Treffen gewesen sein. Nein, was wohl, also zumindest wie die Russen es berichten, es war ein Gefechtsführungsstand. Das sind nicht 50 Generäle, sondern Generäle und hohe Offiziere. Also das können auch nur in Anführungszeichen Oberste gewesen sein. Aber es ist natürlich wichtig, so eine Nachricht zu bringen, wenn sie denn stimmen sollte, weil das sind diejenigen Männer und Frauen, die Operationen führen, die sozusagen denen, die im Feld sind, sagen, wohin sie sollen, wie sie kämpfen sollen und wie sozusagen die Kämpfe generell auf einer taktischen Art abzulaufen haben. Wenn man eine so hohe Anzahl an führenden Militärs im Prinzip ausschaltet, dann ist das natürlich eine Nachricht, dass die Führungsfähigkeit der ukrainischen Armee erheblich beeinträchtigt ist. Das soll natürlich auch wirken auf die ukrainischen Streitkräfte, deren Moral ja ohnehin in Teilen am Bröckeln ist, weil sie unter beständigem Artilleriefeuer stehen und nicht entsprechend erwidern können. Also es ist ein Teil einer Demoralisierungskampagne. Sagt Professor Carlo Masala, Militärexperte. Recht vielen Dank für das Gespräch an diesem Morgen. Danke. Ich danke Ihnen.